Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Da fällt erstmal das Handy runter. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Heute gab es schon das Video mit den Freundschaften. Ich habe gezeigt, wen ich alles angenommen habe, damit ich die 400 schon wieder voll habe. Jetzt die Raid am Mittwoch Folge. Heute Abend noch die Raid Mania, die letzte Raid Mania, beziehungsweise für euch Raid Stunde. Die letzte Raid Mania mit Boreos in der Tiergeistform, bevor am Dienstag dann Demeteros kommt. Und so nutzlos wie Boreos war, so nützlich wird Demeteros sein. Also so andersrum so. Auf jeden Fall wird Demeteros alles zerreißen. Lasst uns also in den zwei Raid-Stunden mit Demeteros dann die nächsten zwei Mittwochs abgehen. Auf 100er Suche gehen. Demeteros lohnt sich nämlich wirklich. Da werde ich auch zwischendurch immer mal ein paar Leute annehmen für den Raid, die mir eine Einladung schicken. Jetzt aber Raid am Mittwoch. Heute Abend, wie gesagt, Raid-Stunde und heute Abend noch der zweite Teil der Gurken-Challenge. Die muss ich noch aufnehmen und ja. Angefangen hat die Woche hier beim K-Joker. Der zeigt uns hier ein Bild mit Lavita, okay, Pupita, Despota, oh mein Gott! Und dann plötzlich Mega Despota. Da ist es auf jeden Fall vorbei. Da sieht er, wer ist das überhaupt? Das ist bestimmt wieder wen, wie man kennt, den ich nicht kenne, weil ich gar nichts kenne. Deswegen machen wir es lieber schnell weiter. K-Joker ebenfalls hier mit einem 100% Fukano. Jojo zeigt uns sein Shiny Spoink. Spoink? Spoink? Dann ein sehr schönes Bild. Also wenn der kommt, Ramses, der wäre doch cool als Rinder, ne? André der Gamer zeigt uns ein Bild von Raupi mit Abenteuerhut, auch als Shiny. Das wäre doch so genial. Hashtag Rinder. Wer Rinder nicht kennt, der hat ihr was verpasst. Mach mal schnell weiter deswegen. Jojo hier auch nice mit einem Shiny Pikachu. Außerhalb des Oster-Events, deswegen trägt es keinen Frühlingskranz. Blumenkranz. Hey, was war denn das erste Shiny? Ach so, gar keins. Spoing. So, dann Lavita, ein 98%iges Krypto-Lavita, könnte natürlich ein 100er werden, würde ich aber so lassen. Ich habe auch darauf verzichtet, diesmal alle möglichen Krypto-Pokémon mit reinzunehmen, die dann 100er werden würden beim Erlösen, sondern nur die relevanten. Das ist auf jeden Fall relevant und das sollte man auf jeden Fall nicht erlösen. So ein Krypto-Despota 98 ist auf jeden Fall eine fette Sache. Dann habe ich mit Dodge City endlich getradet. Der hat ja in dem einen Stream beim Roselia Sea Day das Knospi gewonnen. Ihr wisst, Roselia Sea Day war in den 2-Kilometer-Eiern, gab es Knospi auch als Shiny, habe ich im Stream dann gebrütet. Er hat das gewonnen, jetzt haben wir 30 Tage gelevelt, jetzt habe ich ihm das rübergetauscht und es ist sogar Lucky geworden, ne? Sieht doch auf jeden Fall richtig gut aus, hat er auch gleich Ramses genannt und ist ein 98er, schönes Andenken also. Skandalpara hier mit dem Shiny Krypto Kanivanya. Wenn es schon mit dem Kanigel nix wird als Shiny, dann haben wir Paul Fan. Der 2 Aras, keine Ahnung, 100% Pantimimi, niemals entwickeln, sage ich auch, Baby-Shinies, lasst ihr bitte so, wie die sind. Ihr könnt alles andere erspoofen, ermappen, erbotten, ansonsten, aber Baby-Shinies, die müsst ihr brüten. Und deswegen, lasst die so, wie die sind. Dann Chevy Art hier, 100% Waumpel WP10, also was ist der 100er Wert? WP10. Jedes Pokémon kann auch bei WP10 100% haben. Chevy übrigens auch mit seiner Trainerhoffnungsmedaille. Der hatte jetzt hier auf 166 von 150. Und wenn ihr denkt, der Ramses bietet da mehr, muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin nämlich Jonathan Frinks und die Geschichte ist erfunden. Genau. Ich habe gerade mal 70? 70 von 150. Warum? Weil der Ramses eigentlich immer nur mit dem freien Pass die 5er Raids macht, bei der Raid Mania mit den Fan Raid Passen die 5er Raids macht und das ist halt immer genau dasselbe Pokémon, genau dasselbe Pokémon. Wenn es dann mal wechselt und im nächsten Monat was anderes da ist, kommt da mal eins auf den Counter dazu. Wenn man natürlich alles da macht, was da sitzt, ein Shiggy Raid, ein Bisasam Raid, ein Glumanda Raid, mehr fallen mir nicht ein, habt ihr gleich 3 Counter auf dieser Medaille. Ich bin mal gespannt. Wer bietet da mehr? Wer hat, wie weit seid ihr bei der Trainerhoffnungsmedaille? Wie viel habt ihr da drauf? Habt ihr mehr als 166? Und wenn ja, warum? Das ist eine Medaille, die kann man schnell vollkriegen, wenn man jeden Raid macht, den man sieht. Aber bei bestimmten Sachen sage ich, nein, das möchte ich bitte nicht raiden. Es ist ja auch immer Geld, es ist ein Pass, es sind Kosten. Kannst du schnell hochpushen, aber trotzdem
wird ja irgendwann in 100 Jahren, wenn es 166 verschiedene legendäre Raid-Bosse gab, wird das auch irgendwann mal dann Platin sein. Dann aber hier noch beim Taubsi2Go, jetzt darfst du wieder deinen Standard-Krypto-Shiny-Text sagen. Das sparen wir uns, haben wir heute schon mal gesehen. Blenden einfach weiter. K-Joker hier, Shiny Pikachu, diesmal mit Blumenkranz aus dem Event Starkiller. Kleine Verbesserung zeigt uns hier, was er in einer Woche gefangen hat an 100%igen und an Shinies. Das Bruder Landa ist auf jeden Fall ein saftiger Brocken. Ne? Dann aber beim Sören, wow, wie beim Schilling, einfach ein Schlappohr aus dem Mega Raid, glaube ich, erhalten. Mega Raid gemacht, Schlappohr bekommen, fertig. Oder? Wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Schreibt das mal in die Kommentare, was das ist. Dennis Weigel brütet sich hier einfach ein Shiny Elekid. Dennis ebenfalls mit einem Shiny Baumpel in der Schneelandschaft. Hat es bei euch auch geschneit? Die Tage im Spiel, schreibt es mal rein. Shiny Owei noch gegönnt. Shiny Togetic noch gegönnt. Shiny Togepi noch gegönnt. Grüße gehen raus an den 123-Kid. Blöd, wenn der kleine Account mehr Glück hat als der große beim Bafomia. Der hat hier ein 100% Krypto-Panzer Aeron erlösen? Natürlich nicht. Also das ist der neue Trend. Sammelt einfach 100% Krypto-Pokémon. Aras Paula Fan 2. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch, weil ist das jetzt Paula Fan 2 Aras oder ist Aras Paula Fan 2? Sind das zwei verschiedene? Was ändert ihr aber zu euren Namen? Endlich Shiny Fukano mit 185 WP. Beziehungsweise klärt mich mal auf, was ist Aras? Ich kenne Ada, das ist dieser komische Papagei, der in meinem Kaufland stand, wo ihr Geld reingeworfen habt. Hallo, ich bin Ada. Und dann kam unten so ein Ball rausgeschissen und da war Spielzeug drin. 2 Euro oder so, der Klumpen. Dann haben wir Heiko hier mit einem Griffel. Das nochmal mit reingenommen. Mir wurden auch mehrere Griffels geschickt. Wird ein 100er werden. Ist jetzt trotzdem nicht so ein krasses Pokémon, glaube ich. Ist aber neu gewesen, glaube ich. Zeig mal einfach mal hier, Krypto Griffel mit guten IV, Heigo ebenfalls hier, Shiny Pikachu, Shiny Ponita, Shiny Kuh, Shiny Miltank, Shiny Incognito, ohne Shiny, aber dafür mit O für Incognito, genau, Shiny Baumpel, Shiny Skobbel, Shiny Skobbel und dann zeigt er uns nochmal, was er alles an einem Tag gefangen hat, nämlich 100% Klibungel, Abra, Krebit, und Shiny Chanera, Shiny Schwalbini, die zwei Skobbles und dann seht ihr das, wie das aussehen muss, ja. Habt ihr auch so viel Glück, schreibt es mal in die Kommentare. Und am nächsten Tag hat er sogar weitergemacht. Alle Hunderter am nächsten Tag waren dann Haspiror, Evoli, Funifras, Owei, plus let's get ready to rumble. Einfach 4 Owei in Schillern noch dazu bekommen. Dann sind wir Glücksfreunde geworden, heimlich still und leise. Mir wurde das bis heute nicht angezeigt. Aber wir sind Glücksfreunde. Könnte man jetzt natürlich warten, bis Demeteros in der Tiergeistform kommt, aber da will ich ja raiden für das 100er. Also würde ich ein Voltolos in der Tiergeistform nehmen, denn das würde ich auch gerne noch maxen auf Level 50. Wenn du das hörst, lieber guter Heiko, Coke, Coke, Coco, Heiko, ich würde gerne ein Voltolos haben. Dann haben wir hier bei Celal ein 100% Zickzack-Skala aus dem Ei gebrütet. Wenn ihr Freunde habt in Chile, Chili, dann könnt ihr natürlich sowas bekommen. Celal, nächstes Bild hier. Thanos oder wie der Günther heißt. Nein, aber Gala, Fleckmon, ja. Also das ist immer, kennt man. Dann hat er uns gezeigt, da ist eine Jaswolke, ne? Was ist die Jaswolke? Die können da fangen. Und dann selbst wenn die gefangen ist, ist es immer noch eine Jaswolke. Warum soll es auch was anderes sein? Also finde ich schön, dass eine Jendik da der Linie treu bleibt. Dann sieht man hier, oh, Abra. Shiny Abra. Ah, dann Teleport und dann ist es weg. Und hat einfach gar keine Augen mehr. Richtig heftiges Bild. Guckt euch das an. Ja, andere würden jetzt hier 1000 Schnitte machen und das Gesicht voll ran und dann wieder weg und dann hin und her. Aber wir sind Low-Budget-Production, wie das Label von K2B. Grüße gehen raus. Das Bild fand ich besonders gut, wie meine Mutter mich sieht, wenn sie in mein Zimmer kommt. Das ist so genial. Wie ein... Was für ein Saustall, ne? Guckt euch das an. Einfach eine Matratze und dann liegt da einfach dieses Wildschwein drauf und das seid dann ihr, eure Mutter kommt rein und dann... Was machst du da schon wieder? Kevin! Ja, wir nennen das Wildschwein einfach mal Kevin, gut. Ich wollte jetzt nicht Ramon sagen, weil das ist viel zu kompliziert zum Aussprechen. Celal ebenfalls mit einem Krypto-Shiny Kanivania, ich glaube,
Die haben sich gegenseitig genau dieses eine Bild geschickt und jeder sendet das ein, dass ich denke, dass das jeder hat. Celal, nicht mehr, aber Chevy Art Sunshine hat ja einen Shiny Knofenser gefangen im Schnee. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Obi putzig, Shiny Haspiro hinterher, Burkhardt mit einem Shiny Spoing auch. So muss eine schöne Zugfahrt aussehen. Ebenfalls beim Burkhardt hat er zwischendurch einfach mal ein Video offen mit dem McDonald's Happy Meal Tasting und Pokémon Card Unboxing. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Solche Bilder freuen mich immer, pushen mein Ego, ne? Ja, kann ich heute Nacht wieder ruhig schlafen. Burkhardt, Shiny Pichu aus dem Ei gebrütet mit Kranz. Sarina zeigt uns hier, sie hat aus dem Mega Raid ein Shiny Schlappohr bekommen. Ist möglich, war bei jedem Mega Raid bisher so. Das heißt, sobald es Mega Despota Raids gibt, wird es wohl dann möglich sein, direkt Shiny Despota aus dem Raid zu bekommen. Da werden die Leute ausrasten, oder? Und werden da mitmachen. Dann haben wir hier noch Shiny Obei, Shiny Chanera, Shiny Minun, Shiny Scobble. Scobble sogar zweimal gleich hintereinander. Würde sagen, das läuft und ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und ein Digger Ramses trinkt öfters mal einen Pfeffi, denn die Sarina hat noch einen rausgehauen hier. Nachtrag ist gerade geschlüpft. Besser kann das Event eindeutig nicht mehr werden. 100% Geronimatz. Besser wäre, wenn das 100%ige noch ein Shiny wäre oder sie ein Shiny Vonera gebrütet hat. Und jeder, der das sieht und ein Shiny Vonera mit Blumenkranz gebrütet hat, schreibt es erstens mal in die Kommentare und schreibt gleich dazu, ob ihr mir das vielleicht geben würdet. Ich würde alles dafür geben. Ich mache euch auch eine Pizza zum Frühstück oder so. Nein, aber Shinies tauschen, dann könnte ich nämlich endlich aufhören zu brüten. Ich kann es nämlich schon nicht mehr sehen. Aber wer wirklich ein Shiny Vonera mit Blumenkranz hat und das nicht braucht, ihm das nicht so wichtig ist, ich habe bestimmt irgendwas, bisschen Schleichwerbung machen, was ihr vielleicht interessanter findet. Ich sage nur, Rüstungs-Mewtwo habe ich immer noch am Start. Eins ist da, eins könnte ich noch abgeben, dann habe ich keins mehr. Rüstungs-Mewtwo gab es mal, wird wohl nie wieder in die Raids kommen. Darauf könnt ihr einen lassen. Ist also auch extrem selten und vielleicht ist so ein Rüstungs-Mewtwo einfach viel cooler als so ein kleines, schäbiges Vonera mit Blumenkranz. Wenn ich es mir so recht überlege, will ich es gar nicht mehr. Das ist Spaß. Christoph Wicher zeigt uns hier auch Shiny Togepi gebrütet. Auch Grüße an das 123-Kill. Dann Shiny. Dann 100% Pichu gebrütet aus dem Ei, 100% Sesso Kids mitgenommen, 100er Spoing, Official Juniora mit einem Shiny Chanera mit Blumenkranz, Markus Scheffe 24 auch Shiny Chanera plus zwei Shinies innerhalb von 3 Tagen ist für mich schon wahnsinnig. Shiny Sandan aus dem Ei geschlüpfert plus ein 100er Bullpix, was eine Woche. Liebe Grüße, Chefe 24, 100% Alola Vulpix, Sir Ups mit einem Shiny Plusle, Shiny Owei, Mike Dirksen für Raid am Mittwoch, Shiny Togepi, Grüße an das 123-Kit. So, Daniel Love aus der PvP-Belohnung, oh Ladet, 100, ne, ein Flunschlick mit 100%, Linus für 100 Fänge gar nicht mal so schlecht. Shiny Owei, Chanera, Shiny Aero, Krypto, Kacksprüh. Also alles ist auf jeden Fall am Start. Yoda Master hat ein Krypto Zapdos bekommen und das ist auf jeden Fall ein 98er und so heftig, das würde ich auf jeden Fall hochziehen und bitte nicht erlösen. Das hat recht hier zu sein. Jennifer, 100er Gehweier, Jennifer, 100er Griffel erlöst, Jennifer, Meltan. Haben wir mit reingenommen. Sieht doch gut aus. Habt ihr auch schon mal sowas gemacht? Zufällig liegt hier so ein Hase, ne? Den muss ich, glaube ich, so hinhalten. Zufällig liegt hier so ein Hase. Und der Hase, der ist auch irgendwie so gestrickt, gehäkelt, irgendwas. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ist ein Pokémon, genau. Wenn ihr wisst, welches Pokémon das ist, schreibt es mal rein. Jetzt bin ich gelb. So, Kiss My Shinies. Nächster Tag. Wieder ein 100er zum Start des Tages. Zwei Erlöste hier, seht ihr, kann man machen, sind eh beide nutzlos. Der Lord Ratta Random Tausch, 100er Sesso Kids bekommen. Zum Thema nette Pokémon Positionierung, Charlene Löwe, da seht ihr ein Shiny Tunnel am Shiny Magbrand. Und das ist auf jeden Fall gut gewählt. Isok hatte hier ein Karabums gefangen, wild, und ein Shiny Stolunior. Gestern war doch auch die Frage nach einem Shiny Stolunior, oder?
gib das mal ab, danach wird gesucht, Brocken sind immer gut, sagt man hier. Habt ihr auch dem letzten Mal ein Shiny Gravums gefangen, habt ihr ein Gravums gefangen, ein wildes? Ich habe welche gesehen, habe mich aber nicht getraut, die zu fangen. Henry Herford, dir auch ein 96er Kryptozapdos, würde ich trotzdem, glaube ich, auch maxen, wenn das so ist. Heiko hier mit einem Kronjuwild, 4 Sterne, Formio, 100%, alles dabei. Hades hier 100%, Pikachu 100%, Quabbel 100%, Chanera, alles aus dem Event. Shiny Minun, Shiny Skobbel, 100er Zickzack bei der Elke. Plus Shiny Skobbel, plus Shiny Chanera. Lennart hat hier ein wildes Tornupto gefunden, ist ihm leider geflohen, können wir gleich dazu sagen. Aber sieht doch gut aus, oder? Jetzt muss ich noch mal kurz zurück. Elke Kaiser, das noch dazu. Das war aus dem Ei vom Thomas, also vom Moonlight. Ja, hat sie geschrieben. Sieht man auf dem Bild leider nicht den Text, aber habe ich mir gerade gemerkt. Ist mir wieder eingefallen. Lennart, neben seinem Tornupto gibt es auch noch hier ein 100er Trattini. Hier haben wir noch einen Shiny Kaumalat. Er wollte vielleicht das Quabbel abholen. Hat gesagt, ach nee, er nimmt den letzten Feldforschungsdurchbruch nochmal mit für Kaumalat und kriegt einen Shiny Kaumalat aus dem Feldforschungsdurchbruch auf dem Feldweg. Sieht also gut aus. Lennart hat ja auch einen 100er Griffel erlöst. Karin Suel mit einem 100er Kindwurm nimmt man mit. Dann haben wir hier Liefer Rambo. Sehr tolles Bild von Selal. Und weil heute gar nicht so viele Bilder da waren, habe ich mir gedacht, ich packe noch von Selal ein paar andere Spaßige mit rein, die er geschickt hat. Die wollte ich erst weglassen. Sieht doch aber heftig aus, oder? Lieber Rambo mit der Pizza. Dann haben wir hier, was würdest du jetzt zu einem Bier sagen? Nichts, ich würde es trinken. Genau, das ist doch Spaß. Manga, Anime, Netflix, Adaption. Lass es mal. Heißt das nicht Adaption? Adaptation. Vielleicht bin ich auch wieder zu beschränkt, das zu raffen. The Secret Behind Thor's Hammer. Ja? Oh, ist doch süß. Das würde ich mir sofort tätowieren lassen, wenn ich Platz hätte. Dann seht ihr noch ein paar krasse Bilder zum Abschluss. Guckt euch das an. Das ist doch ein was? Despota, genau. Sieht man. Dann haben wir ein Bumblebee von, nein, das ist ein Dragoran, genau, von den Transformers. Dann haben wir ein, soll das ein Graudon sein oder was? Oder ist das wieder was anderes, was noch kommt? Ein vom Shinux, Luxtra, irgendwas oder so, Akani, Trigefallo, Gewaldro, Knackrack, oh, wird immer komplizierter hier. Den kenne ich nicht, da gebe ich auf, da bin ich raus. Der sagt mir nichts. Was das ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Skandalparer Shiny am Morgen hat er heute früh um, ihr seht ja die Uhrzeit, 2.51 Uhr. 2.51 Uhr gepostet, noch Shiny am Morgen, Krypto, Aerodactyl, Shiny. Dann hier beim Chevy kann er noch mit reinhüpfen, natürlich 11.46 Uhr, 100er Spoing und 12.16 Uhr vom Jojo als Abschluss nochmal die goldenen Eier. Das waren jetzt die Highlights. Jetzt ist es nämlich gerade kurz vor 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr. Dann nehme ich das jetzt auf, hau das raus. Und wir haben natürlich noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Philipp Kraus. Der hat hier nämlich ein Shiny Krypto Tunnel und nicht nur eins, der hat sogar zwei. Und der hat nicht einfach irgendwelche zwei, sondern der hat die beide direkt am selben Tag bekommen. Das finde ich persönlich schon richtig genial, denn ich habe immer noch kein einziges Krypto Shiny. Andere haben etliche, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen gesehen, der großartig zwei Shinies, Krypto Shinies kurz hintereinander bekommen hat. Das muss auf jeden Fall mega Glück sein. 47%, 49%, ihr seht, die Verteilung ist auch sehr unterschiedlich. Einmal 4 Angriff, einmal 13 Angriff. Eins noch, dann ist die Familie vollständig, das ist Hardcore, einfach Krypto-Shiny-Familien sammeln auf der Hand. Ne? Nehmen wir so mit, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raid-Stunde bzw. bei der Raid-Mania, wenn ihr dann wieder mich einladen könnt, ich eure Einladungen annehme, eure Freundschaftseinladungen muss ich schon haben, aber eben eure Raid-Einladungen, das war's von meiner Seite aus. Bis heute Abend. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.